Vor großen Spielen besteht großer Redebedarf. Eher einseitig, aber Trainer, Spieler und Manager bedienen die Medien dennoch so, wie es sich gehört. So viele Fragen und nur eine definitive Antwort. Wir denken, dass es für Papa zu früh wird, weil die Blutwerte sind noch nicht gut. Und das Risiko muss man dann auch nicht angehen. Nicht nur für ihn ist es gefährlich, aber auch für das Ansteckungsgefahr für die anderen. Zum Beispiel für Julian Draxler. Es gibt Anlass zu leisester Hoffnung. Julian wirkte am Donnerstag im Abschlussspielchen erstmals wieder mit. Jule muss aber abwarten, wie der die letzten Tage ins Training geht mit seiner Schiene. Und Metzer hatte gestern Probleme, der hat einen Schlag auf sein Knie bekommen. Und dann gleich neue Sorgen. Christian Fuchs mit großen Schmerzen am Gelenk des gleichnamigen Zehs. Sergio Escudero, sein möglicher Stellvertreter, fällt übrigens sicher aus. Egal wer auf dem Platz steht, jeder hat da seine Leistung zu bringen und jeder sollte versuchen, dementsprechend in einem Derby, weil das für uns das eines der wichtigsten Spiele ist, sicherlich in der Bundesliga das wichtigste Spiel und sich dementsprechend halt dann auch auf dem Platz zu verhalten und zu präsentieren, das wäre wichtig und dann spielt eigentlich im ersten Augenblick der Name eigentlich keine Rolle. Aufmerksame Beobachter wissen schon, wie gespielt werden soll. Räume ganz eng machen, sicheres Kurzpassspiel und im Tor ein Torwart. Hüpp wird auch im Abschlusstraining am Freitag nochmal ganz genau hinschauen. Für ihn ist es übrigens das 15. Mal. Jetzt ist er Rekord-Derby-Trainer. Für mich als Trainer ist es ein normaleres Spiel, aber für die Fans weiß ich, dass es etwas Besonderes ist und auch hoffe ich für die Spieler. Klar, wir wissen, dass es Derby-Fieber ist. Trotzdem sollten wir uns nicht zu viel reinsteigern, sondern auf unser Spiel konzentrieren. Und wir haben eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Dortmund überstehen können. Mit Leidenschaft und eine gute Moral und dann sehen wir schon, wie das Spiel läuft. Wir müssen hellwach sein in Dortmund, weil sie werden auch gepusht von extrem vielen Zuschauern, das ist jedem klar. Und wir müssen wach sein und uns konzentrieren auf den Punkt genau und keine Fehler machen. Es wäre einfach mal auch schön für unsere Fans, für uns alle, auch für die Spieler, dass sie halt mal mit Glückwünschen nach so einem Derby überhäuft werden und nicht mit Häme und Spott, wie es aber auch für unsere Fans natürlich unheimlich wichtig wäre. Und das wäre allen Beteiligten mal zu wünschen. Jeder weiß, worum es geht am Wochenende. Und ich glaube, es wurden so viele Worte auch im letzten Jahr über solche Spiele verloren. Wichtig ist, was auf dem Platz passiert. Und das ist alles entscheidend.